Ja, jetzt wird Edo sich gegen Liver durchsetzen können, dann wird ihm, ja... Ich glaube, hier dürfen zwei gleich starke Kontrahenten aufeinander, würde ich sagen, obwohl sich Liver durch Erfahrung vielleicht etwas mehr durchsetzen könnte. Ich glaube, dass Liver doch schon ein besserer Spieler ist, aber ja. Edo hat die Eier und du weißt, wozu er fähig ist. Er hat gegen Sniff gewonnen. 2-0 sogar. Ja gut, ich habe das nicht gesehen, ich weiß nicht, wie gut Sniff ist, aber scheinbar nicht. Ja, du kennst doch Sniff. Ja, ich habe doch das Pathetic-Sniff-Video zu Hause. Hast du noch nie gegen Sniff gespielt? Doch. Doch, doch, doch. Da ist ja Sniff. Er sieht ein bisschen aus wie Luma, ne? Ja, er hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Er wurde damals immer als ugly bezeichnet, aber ich finde, er ist gar nicht mehr so ugly. Findest du, dass Sniff ein Schnuckelchen ist, oder? Ja, natürlich. Würdest du Sniff auch gerne mal in die Wange kneifen und ihn fragen, wie es ihm geht, oder? Ah, Sniff hat einen Luftkuss gespendet. Währenddessen hat Edo den ersten Stock gespendet. Und zwar auf Livers Bank. Und Liver hat relativ wenig Prozente. Liver hier mit den... Ja, man sollte es nicht so schnell. Livers SD-Rate ist relativ hoch. Ja, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass er in diesem Setup noch drei Stück absorbiert. Das heißt, Edo muss im Prinzip nur einen Stock ziehen. Und dann hat das Match gewonnen. Naja, in allen dreien. Das ist ja der Zweier. AP666 möchte seinen Controller haben. Denn er spielt jetzt gegen Dragon. Okay. Upthrow, Upsmash hätte nicht gelingen dürfen, da hätte Edo rausspringen können. Uptil, Up Aerial hätte er wahrscheinlich auch irgendwas rausmachen können, aber bei Edo fehlt die Erfahrung. Oh! Weg ist er! Und Edo zeigt, auf welchem Holz er gespielt hat. Jetzt kommen die 3 SDs. Edo, der Weg, jetzt kommen die 3 SDs von Liver, dann geht's richtig ab, ja. Nice, Edo! Oh, wie knapp das Knie nicht getroffen hat, ne? Oh, nein! Oh! Verkackt das! Nein! Oh, hätte er ihn jetzt gestagespiked mit der zweiten Rapie nochmal, ne? Das wäre zu heftig gewesen. Und da holt sich Liver einen relativ sicheren Gimp. Er hat die Ansätze, aber er trifft nicht richtig. Ja! Aus Edo kann man auf jeden Fall was machen, das sage ich dir, Alter. Ja. Der Typ hat auch Bock, ne? Der spielt wie ein Wahnsinniger. Wie oft ist er schon dabei gewesen? Zweimal jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Beim letzten Mal war er noch viel schlechter. Gut, das geht. Und Liver hat den Liver Respekt, Gimp. Ja, das Match war relativ einseitig, aber wir haben eine schöne Aktion von Edo gesehen, muss man sagen. Bleibt nur abzuwarten, wann die 3 SDs kommen. Ja, ganz genau. Vielleicht kommen sie an dem Match. Salty Runback. Sehen wir Salty Runback. Ja, Maul. Übrigens wird das hier schon von Salty Gage Playground Nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, Salty Playground brought to you by Salty Playground. Ich glaube, Salty Playground's very own T-Ro. Guck zu. wie Limmer hier gerade eh noch ein bisschen auf den Sack gibt. Ich weiß ja gar nicht. Oh, schöne knapp. Da wollte Edo kurz seine Hoden rausholen, aber hat leider nicht ganz rausgeschwungen. Oh, schön die Affenmilch verfehlt von Liver hier. Oh, wie knapp das Knie ist. Das ist ja, genau. Unglaublich. Er ist einfach nicht präzise genug, aber das. Also daraus kann man was machen. Er macht nur Knie einfach. Oh, oh Gott. Gott. Nein! Ja. Oh. Oh, das war. Oh Gott, Edo! Griff mein Mähen, Digga! Oh, das Knie sitzt und... Ah, schade. Und sitzt nochmal. Komm schon. Ey, du machst auch nur nie, Digga. Oh, das war... Da mit dem coolen Reverse. Oh, ich glaube das nicht. Und er holt den Stop zurück. Und gleicht das Match aus. Oh, schönes Moonwalken hier von Edo, der nichts anderes geübt hat. Das kann ja nicht mal ich, Alter. Nee, aber er macht das gut, ne? Ja, er macht das richtig. Überleg mal, Alter, wenn der jetzt irgendwie Shorthop übt oder so, dann rastet der ja völlig. Oh! Edo, ich hab das mal mit dem Knie! Edo sagt nur, let's go! Er ist on fire! Ey, Edo ist so on fire, Junge! Das ist unglaublich! Oh! Die sitzt und das Knie sitzt und er springt immer wieder. Oh! Oh! Er weiß die. Oh! Oh mein Gott, Edo! Alter, er weiß, Edo ist sehr emotional, aber er ist immer nur glücklich. Das ist ja, super. Ja. Oh, Edo mit zu viel Eiern. Edo sollte sich auf die Knie verlassen und nicht auf die Falkenpunches.
Ey, es sieht so aus, als hätte er im letzten Match genug XP gesammelt und ist jetzt ein Level abgestürzt. Ja, ohne Scheiß. Er hat das Knie-Level abgestürzt. Oh, oh, da ist es wieder. Er hat es perfektioniert. Oh, er hat sich gerade abgerufen einfach, ja. Oder Area Up ran. Oder Up Area, ja. Aber das wäre vielleicht auch zu fortgeschritten zu sein. Na, wahrscheinlich schon, ja. Nächstes Level. Es geht übrigens noch ein Ami-Wehr. Edo geht in Führung. Einfach so ein Ami-Wehr. Jemand, der ist vorbeigelaufen, hat Smackdown gesehen, muss das Spiel gesehen und ist reingekommen. Ohne. Jetzt gerade mit Luma. Wow, wir haben einen Amerikaner hier im Haus, der Smash spielt. Ein Ami? Der durch Zufall die vorbeigelaufen ist und sieht Smash, findet er geil, spielt jetzt. Oh, nice, nice, nice! Ich hoffe, er ist genauso gut wie alle anderen Amerikaner. Die, die wir bis jetzt hier getroffen haben, waren nicht so gut. Nein, wir waren Amerikaner? Ja. Wow. Und es ist Edo. Und der Ausgleich, kann sich Edo das Ding holen? Edo lächelt den Sieg in. Oh, und er Limmer macht gleich seinen Limmer-SD. Ja, genau. Das wird passieren. Limmer macht zu viel B-Moves an der Kante, irgendwann kommt die Forward B. Das ist gemein. Und das Knie hat auch schön synchron gerollt. Das hartnäckige Knie. Ja, Limmer macht jetzt auch nur noch so Aerial. Ja, er ist sehr vorsichtig. Er bleibt sehr vorsichtig. Kein Scheiß mehr. Nur noch. Oh! Ausgespielt. Interception. Oh! Lass das Knie. Nein! Nein! Oh, Edo zu knapp, ey. Die Scheiße. Anstabil. Oh, da kam der Tournament Winner. Oh, ich würde Edo dieses Match so gern gewinnen sehen. Ein Knie, ne? Reicht aus. Allerdings ist Fox mit Schein. Obwohl, nee, Liver sehr vorsichtig bleibt. Ist im Center. Oh! Das. Die Abschmerz kommt auf Aerial. Nein, Liver, Edo kann springen. Rollt sich zurück. Jetzt macht Liver nur noch Leggy Moves. Ja. Mit Down Smash und so, da kann er vielleicht noch von dem Knie erwischen. Oh, klasse Sache. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin innerhalb der letzten 3 Minuten 4-mal gekommen. Aggressives Kniepulling hier. Oh, Liver trifft den Captain Tsubasa. Oh, Edo kommt wieder an, der Tournament Winner. Aber Edo kommt wieder an. Edo kann nachholen, aber Liver Tag Chase die Rolle. Und Liver holt sich da sehr, sehr knapp auch noch das zweite. Oh mein Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch, Liver.